Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Ich nehme mal was naschen, damit ich mich ein bisschen schneller regeneriere und sammle jetzt logischerweise noch. Oh fuck, da kommen schon die nächsten Gegner, sehe ich gerade auf der Map oben. Schellkraut. Aber eigentlich wollte ich doch die Überreste einsammeln, ne? So, sind das jetzt auch noch Piraten? Gehören die dazu? Die sind ja alle hier in diesem Pass drin, wie es aussieht. Sprengen sie sich auf. Ja, sieht danach aus. 15 hat es abgezogen. Warum zieht es denn nur so wenig ab? Ich verstehe das nicht. Warum sind die denn resistent gegen Feuer? Mach ich irgendwas falsch? Also da lohnt sich halt einfach dieses Feuer überhaupt nicht. Oder müssen die Klamotten anhaben und er hat keine Klamotten an und deswegen zieht es nicht so viel ab. Wenn die Klamotten anhaben, verbrennen die mir. Nee, auch nur 15. Da muss man ja echt sagen, ich muss einen anderen Zauber nehmen. Ich will mal Art aus. Verstehe aber nicht, warum Igni gegen die nicht effektiv ist. Da macht halt Art echt mehr Sinn, ne? Jetzt bist du dran. Gerade wenn ich die dann so einfach mal one-hitten kann im Endeffekt. Also gegen menschliche Gegner Art, aber ich, hat Igni nicht sonst immer gut funktioniert oder ist mir das einfach nie aufgefallen, dass ich immer nur 15 Schaden mache? Das ergibt ja auch keinen Sinn. Ich meine, Feuer, aua, aua. Ihr könnt ja gerne mal euch von Feuer besprühen lassen und gucken, ob ihr dann auch noch so wenig Schaden nehmt. Macht's nicht, ihr werdet alle sterben. Ellige Gambison. Verdammter Ziegenficker. Was? Da habe ich gerade Ziegenficker genannt. Los, meine Lieben, für die Arbeit. Bleiben halt lange, nicht so lange auf dem Boden liegen, deswegen ist es gar nicht mal. Komm näher. So einfach, die dann Platz zu machen. Meine Lieben, an die Arbeit! Sind wir doch auch gleich wieder überlastet, wenn wir den ganzen Schmal hier einsammeln. Gerade bei den ganzen Waffen, die haben. Jeder Gegner ist ja quasi eine Waffe, oder zumindest fast jeder Gegner. Nicht jeder droppt ja komischerweise was. Wobei ja eigentlich jeder Gegner zumindest eine Waffe haben sollte. Das war also den hier Hauptlager. Das macht dann natürlich Sinn, wenn die hier ein Boot bauen, dass dann so viele von diesen Piraten hier rumlungern. Kavaliershose ist auch schon wieder besser. Das ist ja interessant. Jetzt finden wir aber hier relativ viele neue Sachen, die auch Sinn machen. Kavaliershose. Dann nehmen wir die mal, würde ich sagen. Auch wenn die nicht ganz so viele Extras hat wie die andere. Ja, ich glaube, die Hose gefällt mir optisch ziemlich gut. Und dieser Gambison ist schlechter, die Waffen sowieso. Dann haben wir die Halbinsel hier erstmal mehr oder weniger geklärt. Aber ihr müsst doch direkt noch ein Fragezeichen sein im Meer, genau. Das ist dann wahrscheinlich wieder ein versunkener Schatz, wo einfach nichts weiter drin ist, außer Schmugglerversteck, okay. Keine Gegner? Das finde ich merkwürdig. Aber okay, ich muss ja auch nicht immer. Gerade bei Schmugglerverstecken sind, glaube ich, auch beim letzten Mal keine Gegner gewesen. Aha. Interessant. Das sind zumindest mal 3 Kisten. Das sieht schon mal gut aus. Kleiner Devena-Runenstein. Gnomisches Quir. Also, ich kann jetzt schon sagen, dass es sich lohnt. Das sieht ja schon mal richtig geil aus, was man hier findet. Das ist schon krass. Die Sachen, die überhaupt gar nicht beschützt sind. Ich mir einfach nur finden muss. Das wird ja immer besser. Die haben die besten Sachen und die, wo man richtig kämpfen muss und wo man richtig Blut und Schweiß lässt. Da ist dann einfach nur irgendein dieser komische Schatz von dieser Königin zu Lake oder wie die hieß. Da war ja nur Schrott drin. Das war irgendwie nur ein langweiliges Schema. Runensteine verbessern deine Waffen. Ich weiß, wie man Runensteine einsetzt. Was ist denn das jetzt wieder?
Ja, okay. Ich will aber nicht zum Ausrüstungsdingens gehen. Also. Ich verstehe trotzdem nicht so richtig, warum ich diese große Axi-Klüfe nicht verwenden kann. Weil es steht ja nicht da, dass es nur für Rüstungsgegenstände da ist. Sortieren erstmal. Kleiner Devena-Runstein wird in einer freien Fassung eines Treibers eine Chance auf Bluten. Das klingt ja schon mal ganz gut. Treibers eine Chance auf Vergiften. Das ist nicht schlecht, weil das macht auch wieder dauerhaft Schaden. Also nicht dauerhaft, aber für eine bestimmte Zeit lang. Also auch wieder extra Schaden im Endeffekt. Pionierhose, die gucke ich mir mal an optisch. Sieht interessant aus. Aber ist natürlich schlechter als unsere momentane. Und... Stahlwaffe, gnomisches Quirr. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Hier mit diesen Dingern drin. Oh ja, das sieht wirklich gut aus, aber ist halt viel schlechter. Ist eben viel schlechter, deswegen lassen wir das sein. Und mehr Neues hatten wir nicht. Aber hat ja auch gereicht und sich gelohnt. Was ist das wert, das Schwert? Boah, 732 Kronen. Also bekommen wir ungefähr die Hälfte, was natürlich immer noch total mega viel ist. Da müssen wir uns aber trotzdem nochmal hier umsehen, weil da waren ja noch Haufen Gebäude und da liegt bestimmt noch Zeug rum. Verrückte Sachen, die uns allen Freude machen, denke ich. Dann zeigt mal her, was ihr hier zu bieten habt. Explosive Sachen auf jeden Fall wieder. Hier haben wir ein paar Dinge. Rohes Fleisch. Na? Zwergenschnaps. Scheint sich doch ein relativ gemütliches Lager eingerichtet zu haben. In diesen Ruinen. Aber so richtig mit Dach ist da auch nicht wieder viel. Das heißt, die werden wieder zum großen Teil nass werden. Hier könnten sie halt rein und dann, na gut, hier hat man halt einiges an Platz. Aber vielleicht wird man da leicht klaustrophobisch, wenn man da drin hängt, weil das sah doch sehr eng aus. Guckt man jetzt rauf? Gibt aus diesem Gerüst noch was? Hier haben wir noch eine Truhe. Schema, verwässerte Greifenstahlschwert. Das war's dann leider auch schon. Und hier gibt's halt echt keine Wegmarkierung, keinen Wegpunkt. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, dass man hier dann die Möglichkeit hat, sich einfach zu teleportieren. Schade. Aber... das ist jetzt natürlich blöd. Ich würde schon gerne meine Sachen reparieren. Aber habe auch keine Lust, deswegen jetzt extra nochmal irgendwo hinzulaufen. Naja, komm, wir gehen jetzt zu dem scheiß Flüchtlingslager und teleportieren uns nach Mittelhain. Moment. Damit wir hier zumindest etwas Zeit sparen. Ach, dass ich das aber auch immer vergesse, war jetzt schon das zweite Mal in Folge, dass ich beim Schmied war, die ganzen coolen Sachen verkauft habe und dann aber einfach so dumm war und vergessen habe, dass ich ja noch mich reparieren lassen muss. Die Waffen und Rüstung. Also ich werde es logischerweise wieder so machen. Ich werde jetzt zum Schmied gehen, gucken, ob er wieder Kohle hat. Wenn er Kohle hat, die ganzen Schwerter wieder verkaufen. Und dann hoffe ich mal, dass ich dieses Mal es nicht vergesse, die Sachen auch reparieren zu lassen. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, ja, waren uns die Menschen noch gar nicht freundlich gesinnt. Also die haben noch nicht gesagt, oh, cool, dass du da bist. Du bist... Komm jetzt. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Ja, also wirklich respektvoll reden die ja nicht mit mir. Das ist auch lustig. Guck mal, wie viele von diesen Wegmarkierungen hier auf einen Haufen sind. Und das hier, wo es ja eigentlich Sinn macht, wo man denkt, okay, da könnte ja auch irgendeine Geschichte dazu stehen, wegen der Ruine und so. Da ist natürlich wieder nichts. Schade, Renate. Aber egal. So, Paxis, denk daran. Du willst dich auch regenerieren im Sinne von Haltbarkeit steigern. Alles an seiner kleinen Schlampe. Du kannst nicht sicher ohne eine... Das nervt auch, dass die immer was sagen. Ich finde, das hätte man weglassen sollen. Also beim ersten Mal, wenn man mit denen redet, okay, aber das ist ja nicht immer selber erzählen.
Hat immer noch nur 21 Kronen, das ist extrem nicht so cool. Aber da wir ja jetzt erstmal Sachen reparieren werden... Steht hier irgendwo, was wir angelegt haben? Ausgerüstet. Können wir dann natürlich die Kohle mit den ausgerüsteten Gegenständen... können wir dann natürlich mit der Kohle wieder Dinge an ihn verkaufen, was ja schon mal nicht schlecht ist. Ich will logischerweise nur die Sachen reparieren, die wir ausgerüstet haben. Weil der Rest ja eh zum Verkauf gedacht ist. Na immerhin, 227, ist aber auch ein geiles Handeln, oder? Wir geben ihm Geld dafür, dass er uns die Sachen repariert und dann holen wir uns das direkt wieder, indem wir die Sachen halt verkaufen, die wir nicht brauchen. So, aber nur 166, ich dachte immer so 50% vom Wert könnte man bekommen. Was? Das war so knapp 700 wert und wir bekommen nur 166 Kronen, das ist ja überhaupt nichts. Aber das werde ich jetzt trotzdem nicht machen, weil wenn wir das jetzt machen und das verkaufen, hat der Schmied wieder fast kein Geld mehr, deswegen... Verkaufe ich erstmal die billigen Sachen, weil die logischerweise auch viel wiegen. Wir davon aber viel mehr loswerden. Macht ja nichts, wenn wir das Schwert dann einfach irgendwann später an jemanden verkaufen. Ob zuerst mal das ganze wertlose Zeug, was ja auch viel wiegt, loswerden. 39 sogar schon. Halt, Moment, hätte ich die Stiefel anziehen müssen? Habe ich die vergessen anzuziehen? Tatsache. Ich trottel. Müssen wir doch nochmal raus. Bis dann. Wie ist denn das passiert? So, die ist sogar gesockelt. Ja, das ist anscheinend eine Glyphe, die kann ich nur gegen... Ach, Axi, haben wir ja gerade verwendet. Ach, ich mach die jetzt rein, scheiß drauf. Jetzt versuche ich nochmal die Glyphe, die Igni-Glyphe hier abzumachen. Und dann werden wir ja merken, ob die zerstört wird. Nicht sicher ohne. Oder ob die eben. Lass mich einen Blick doch auf in mein Inventar geht. Und ob das halt beim letzten Mal nur ein Bug war. So. Dann müssen wir natürlich auch. Die Handschuhe reparieren, die wir ja angelegt haben. Wo sind die denn? Wahrscheinlich haben die sogar gerade volle Haltbarkeit. Das ist merkwürdig. Ja, wir haben sie nicht. Krass. Ich dachte, was? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Da habe ich die ja immer alle zerstört, wenn ich die rausgemacht habe. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Oder behält er die dann? Nee, ne? Der andere hatte die ja auch nicht gehabt. Ich könnte die jetzt hier kaufen, aber will ich nicht. Oh, das ist ja richtig blöd gemacht. Naja. Kann ich jetzt so erstmal nichts dran ändern? Was soll's? Ist aber komisch, warum wurde das noch nicht gefixt bei einem... Oder das kann doch nicht Sinn und Zweck sein, dass man die wirklich kaputt machen muss. Also klar können die das so wollen, aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Warum will man das denn kaputt machen? Es ist doch bei jedem anderen Spiel so, dass man die Sachen dann wiederverwenden kann. Das ergibt ja auch irgendwie mehr Sinn, denke ich, aber naja. Gut, das war's. Mehr Kohle hat er nicht. Haben wir wieder unsere 3500 Kronen und können weiterziehen. Wir sind aber ziemlich oft bei ihm. Wahrscheinlich sind wir mittlerweile sein Stammkunde, sein Hauptkunde, wo sein Hauptgeschäft mitmacht. Das heißt, Sachen super billig kaufen, ne? Wenn man sich mal überlegt. Wert 700 fast und dann kauft sie für 166, da hat er aber eine ziemlich hohe Gewinnspanne von über 300%. Und dann verdient er halt auch noch Kohle damit, dass er einfach unsere Sachen repariert. Ja, also wir müssten ihn eigentlich schon zu einem... Er müsste mittlerweile durch unwahrscheinlich reichste Mann im Dorf sein. Gut, wir nutzen mal direkt die Zeit, um wieder... Wer, wenn ich jetzt penne und der neue Tag anbricht, ist dann direkt wieder der Tag... Ich meine, stürmen darf es von mir aus, aber es regnet wieder Wolken und ich sehe wieder nichts. Es kann aber nicht sein, dass das hier an jedem zweiten Tag der Fall ist. Ich meine, okay, im Sumpf, sumpfiges Gebiet, Wasser, viel Feuchtigkeit, da macht es schon Sinn, dass es öfters mal regnet, aber... Ah, plötzlich ist noch hier. Hey, lass uns doch Pferd in Ruhe.
Hey! Jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal einen größeren... Ach ja, hier runter wollte ich logischerweise auch noch. Ach, verdammt. Das ist halt ein ziemlicher Umweg jetzt. Aber die müssen wir irgendwann reiten, den Umweg. Aber wir werden wahrscheinlich sowieso noch mal irgendwann im Mittelhain sein. Und dann können wir dann ja da runter gehen. Ich denke, jetzt extra da runter reiten, das lohnt auch nicht wirklich. Vorsicht! Euer Befreier muss durch. Ich hab dich nicht befreit. Ich bin gerade seitdem ja König, wenn man es genau nehmen möchte. Geralt, König der Arm. Lasst mich raten, Banditenlager. Wir hatten, sage ich es nicht, wir hatten schon Ewigkeiten kein Monsterlager mehr oder einen bewachten, na gut, bewachte Schatz von Ertrunkenen. Aber generell eher schon sehr lange. Pirat, okay, die gehören dann höchstwahrscheinlich noch zu der. Gehört dann wahrscheinlich noch zu der. Piratenbande. Ich glaube fast, dass Igni aber gegen mehrere gut ist, weil man dann. Ah, oh, Wichser. Weil man dann erstens. Weil man dann erstens halt Gruppenschaden hat und zweitens die halt auch einfach alle brennen können und wenn man dann weniger Schaden bekommt von denen. Armbrust ist weg und. Zielt auf seine Augen! Jetzt verschwindet auch noch der. Oh, zu spät. Jetzt verschwindet auch noch der Bogenschütze und dann haben wir nämlich erstmal die Fernkämpfer weg. Das ist schon mal gut. Den haut's nicht hin hier, diesen Typ, der. Der keine Rüstung anhat, den haut's irgendwie nicht hin. Vielleicht zu mächtig. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Ihr gehört uns! Okay, die fliegen alle nicht immer automatisch hin. Das scheint wohl damit zusammenzuhängen, wie resistent sie dagegen sind. Du Dreckshexer! Sehr gut! Auch sehr gut! Ah, das war also eine verlassene Stätte. Es sehen aber auch immer aus wie irgendwelche Herumtreiber, Wegelagerer, also wie normale Menschen, in Anführungsstrichen, wie normale Menschen sehen die nicht aus. Wie normale Dorfbewohner, sagen wir mal so. Also die sehen teilweise, wenn die angelaufen kommen, dann schon immer ein bisschen, ja, wie wilde teilweise aus. Bauer. Und wir haben wieder einen Händler, aber das sind halt immer nur solche Händler, die fast nichts von uns abnehmen. Beziehungsweise die Sachen... Schiffsbauer scheint es zu sein. Ist es vielleicht die Schiffswerft, von denen die Piraten geredet haben? Ich hab schon interessant. Könnte es sein. Weil halt merkwürdig ist, dass keine große. Oh, da haben wir diesmal auch ein paar, die das beschützen. Also es scheint schon eine offizielle Schiffswerft zu sein, aber ich dachte immer. Oh, da haben wir auch ein Nebenfest. Ich dachte immer, bei so einer Schiffswerft wäre es normal, dass die so ein großes Gebäude haben und das hergestellt wird und die das nicht im Freien machen. Das ist irgendwie merkwürdig. Wo hat Josef das ganze Essen her, hä? Weißt du, als ich den Männern des Barons angeschlossen. Ich werde er ist schon groß, weißt du, fürchtet sich nicht vor anderen und setzt gern die Fäuste ein. Die blutige Baron, die. Ach, hier haben wir sogar einen Schmied. Ist es ein Schmied? Oder ist hier einfach nur ein bisschen selber schleifen? Das ist, glaube ich, einfach nur ein bisschen selber schleifen. Schade. Schmied wäre natürlich optimal gewesen. Schauen wir mal, was der Händler hier anzubieten hat, aber ich denke, es wird nicht viel Geiles sein. Unverschickter Brief. Den wollte ich gar nicht nehmen, aber... Komm schon. Okay. Das Haar so weiß wie Quark. Quark. Wahrscheinlich auch wieder von den Piraten, denke ich mal. Ahoi, Gregor. Hast du schon gehört, dass die Piraten verjagt haben? Es ist wahr. Keine Spur mehr von den Piraten, bis auf ein paar frische Gräber und Blutlachen. Die Bootswerft ist mehr oder weniger im gleichen Zustand wie vorher. Das heißt, alles steht kurz vor dem Zusammenbruch, aber hält noch ein bisschen und das Werkzeug ist komplett verrostet, aber noch nicht unbrauchbar. Mit anderen Worten, du kannst zurückkommen, aber geh um Himmels Willen nicht nach Süden. Da haben ein paar andere Banditen ihr Lager aufgeschlagen. Ein klassischer Fall von Hure Wakui, oder wie das auch immer heißt. Es wird genau wie in alten Tagen, Kumpel. Das Rauschen der Wellen, das Kreischen der Seevögel und der Gestank von Teer auf dem Boden. Also was sagst du? Kommst du zurück, Simon? Also einer von den Arbeitern hier. Blöderweise kommt der Brief jetzt nie an, weil ich kann ja nicht zurücklegen, wie es aussieht.
Um den Krähenfels solltest du einen großen Bogen machen. Was? Komm, spiel Quint, spiel Quint. Warum spiel ich denn nie Quint? Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Und die, die kein Quint spielen, verkaufen im Normalfall auch keins. Ich denke, ich werde auch immer mal, wenn ich wieder mal einen Kräuterkundigen finde, Ausschau halten nach diesen Blüten, die ich brauche. Oh, cool, ich kann die Sachen verkaufen. Geil. Kaufe natürlich zuerst wieder die Sachen, die wenig wert sind, aber logischerweise genauso schwer sind oder halt einfach wiegen. Gewicht haben. Tja, dann bekommt man nämlich dieses gnomische Gewehr nicht mehr los. Ach, die Felle können wir alle nicht verkaufen. Naja. Bis dann. Bis dann. Ist schon wieder Nacht? Ist schon wieder Abend. Krass. Wir schauen uns aber mal noch an, was das für ein Nebenquest ist. Warum weinst du? Mein Verlobter ist in den Wald gegangen. Er wollte nach den Falken gucken. Er kam nicht wieder. Irgendwas muss passiert sein. Ich habe ihn schreien hören. Doch ich hatte zu viel Angst, um nachzugucken. Ich gehe in den Wald und suche ihn. Danke. Ich habe Geld. Ich bezahle dich. Danke. 69 Schritt. Aber ich würde sagen, diesen Spaß gönnen wir uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis morgen. Tschö, tschö.